Inshallah, mein Freund, so Gott will. Inshallah. Zunächst hatte der Sultan Al-Kamil Gespräche verweigert. Nach langem Zögern ist er nun zu Verhandlungen bereit und schickt seinen Vertrauten Emir Faradin. Bringen wir es zu Ende. Jaffa, Bethlehem und ganz Jerusalem für die Christenheit. Aber der Tempelberg, die Moschee, freier Zugang für Muslime? Freier Zugang für Muslime und Juden und Christen. Mit welchen Waffen kämpft dieser Mensch? Und die Gefangenen? Die tauschen wir aus. Und 10 Jahre Waffenstillstand. Nein. Nein. 10 Jahre, 5 Monate und 40 Tage, wie es der muslimische Kalender erfordert. Pat, mein Lieber. Das wird deinem Papst nicht gefallen. Es wird den Pilgern gefallen. Und der Christenheit. Der Wanderer zwischen den Welten hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Ein Kreuzzug ohne Blutvergießen. Ihr seid gekommen, um am Grab Christi für euer Seelenheil zu beten. Geht! Jerusalem ist unser! Ja! Bitte, Herr, trinkt. Danke, mein Lieber. Es war nur ein Sieg im Schach auf dem Spielbrett. Aber trotz alledem ein Sieg. Interessant ist an der phrygizianischen Verhandlungsführung, dass er sich eigentlich wie ein Orientale benimmt. Er schickt hochrangige Gesandte, man tauscht hochrangige Geschenke aus, die sozusagen den Respekt voreinander deutlich dokumentieren. Und man redet über Naturwissenschaften und verschiedene andere Dinge, möglicherweise über die Familie, so wie man es heute also auch auf einem orientalischen Basar erleben kann. Wichtig ist nur, das Gespräch nicht abbrechen zu lassen. Und irgendwann ist die Zeit reif für den erfolgreichen Geschäftsabschluss. Und das ist das, was Friedrich so erfolgreich mit dem Sultan praktiziert hat. Ein Zug in die heilige Stadt. Die Scharfmacher in der muslimischen und der christlichen Welt sind empört über das Entgegenkommen auf dem bis dahin so heftig umkämpften Boden. Mit Palmwedeln und Weihwasser, nicht mit Feuer und Schwert wie 130 Jahre zuvor, ziehen die Kreuzritter ein. In der Grabeskirche Jesu wird sich Friedrich selbst die Krone des Königreichs Jerusalem aufsetzen. Heiliger Georg, danke. Jerusalem ist unser! Gott und der Kaiser haben befreit ein Grab. Das ist aller Christen Trost. Schreibt damals ein Dichter. Dennoch wird der Papst den Befreier Jerusalems nicht vom Bann lösen. Friedrich kehrt noch einmal nach Deutschland zurück. Doch nur für 2 Jahre. Dann wird er ein für alle Mal in seinem Königreich Sizilien bleiben, im Land seiner Mutter. Dort kann er schalten und walten wie ein absoluter Monarch, ist selbst souverän und Gesetzgeber. Ganz anders als im Reich der Deutschen, wo Friedrich sich mit den weltlichen und geistlichen Fürsten arrangieren muss und ihnen letztlich freie Hand lässt. Im Königreich Sizilien setzt er Recht, das bis ins 19. Jahrhundert gültig bleiben wird. Legendär sind seine Bauten, die er, manu propria, wie es heißt, mit eigener Hand entworfen habe. Darunter das weltberühmte Castel del Monte in Apulien. Symbolisiert dieses legendäre Bauwerk die achteckige Krone des Heiligen Römischen Reiches, die er trägt? Oder ist es ein Hinweis auf das himmlische Jerusalem, das in den Vorstellungen seiner Zeit von einer achteckigen Mauer umgeben wird? Für viele ist dieses Wunderwerk ein Rätsel aus Stein. Für Friedrich soll Wissenschaft keine Grenzen kennen. Die arabische Welt hat damals nicht nur in der Astrologie einen bedeutenden Vorsprung. Auch in der Physik, der Mathematik
und der Medizin. An seinem Hof versammelt der Kaiser Gelehrte aus aller Herren Länder. Es wird geforscht, experimentiert und niedergeschrieben. So entsteht eine einzigartige Sammlung von überliefertem Wissen des Orients und des Okzidents. Auch der menschliche Körper wird Gegenstand der Forschung. Eigentlich ein Tabubruch für einen christlichen Kaiser. Was glaubt ihr, was das ist? Liebe bewegt das Herz. Amore ti taccio del mio cuore. Die Liebe ist nebensächlich. Für uns Ärzte erhitzt das Blut das Herz, nicht die Liebe. Und was ist mit der Seele? Verlässt sie wirklich den Körper des Toten? Steigt sie danach zum Himmel auf? Glaubt ihr wirklich, sie ist unsterblich? Für Ibn Sabin, den sie bei euch den Ungläubigen nennen, steht das außer Frage. Sind Wissenschaft und Glaube miteinander vereinbar? Diese Frage bewegt damals fortschrittliche Christen und Muslime. Noch eine Frage. Was meint Mohammed, wenn er sagt, das Herz des Gläubigen ruht zwischen den Fingern des barmherzigen Gottes? Für den Propheten vereint das Herz Glaube und Vernunft. Und beides liegt in den Händen unseres Gottes Allah. Ihr aber wollt zu viel wissen und erklären. Eure Vernunft lässt euch zu sehr am Glauben zweifeln. Aber auch die Vernunft ist Gott gegeben. Also, lasst uns Gebrauch von ihr machen. Und was sagt Galen über unser Herz? Der große Arzt Galen sagt, nur das Herz des Menschen schlägt vor Angst und Freude. Ich weiß, dass es anders ist, denn ich habe viele Falken in meinen Händen gehalten. Auch ihr Herz pocht vor Angst und Freude. Doch, es ist nicht vom Menschen und nicht vom Schwein. Die Leber nehmen wir vom Kalb. Glaub's mir. Friedrich II. Muss man sicher als einen ganz ungewöhnlich interessierten Menschen seiner Zeit ansehen, sodass man neben all seinen philosophischen und theologischen Interessen sagen muss, man könnte ihn als Begründer der Naturwissenschaften bezeichnen. Eine ganz außergewöhnliche, ungewöhnliche Persönlichkeit, die von den Zeitgenossen nicht zu Unrecht bereits als Stupor Mundi, Staunen der Welt, bezeichnet wurde. Der Freigeist Friedrich empört den Papst. Im Juli 1245 erreicht den Kaiser ein Schreiben aus Rom, das alles Bisherige in den Schatten stellt. Federico, eine Liste all deiner Sünden und Verfehlungen. Na dann, lass hören, was man gegen mich vorzubringen hat. Ihn verbindet eine tiefe Freundschaft mit den Fürsten der Sarazenen und dem Sultan von Babylon. Seine liebste Tochter gab er dem byzantinischen Kaiser zur Gemahlin. Er schenkt den Ungläubigen mehr als unsere heiligen Kirche. Er bricht heilige Eide. Den Frieden mit der Kirche tritt er mit Füßen. Dem Papst gefallen die Eunuchen an deinem Hof überhaupt nicht. Naja, er schließt daraus auf einen Harem. Papst Innozenz IV. Band Friedrich auf einem Konzil in Lyon und löst die deutschen Fürsten von ihrem Treueeid. Und nicht nur das. Daher erklären wir Kraft unseres Amtes Friedrich, den man Kaiser nennt, zum Kirchenverfolger und zum Feind der Christenheit. Ah, und hier, das glaubst du nicht, das musst du selber lesen. Du bist als Kaiser abgesetzt. Es sei denn... Hat er nicht Jerusalem für die Christenheit zurückerobert?
Was wollte der Papst noch von ihm? Dass er sich unterwirft, wie einst der Salierkönig Heinrich IV., der 1077 bei bitterster Kälte nach Canossa ging? Vater! Vater! Vergib mir! Sollte der Papst in der Christenheit über dem Kaiser stehen? Niemals. Friedrich will nicht mehr der Amboss sein. Sondern der Hammer der Welt, wie er sich fortan nennt. Er, der höchste aller Fürsten, wird sich nicht dem Papst beugen. Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst erreicht den historischen Höhepunkt. Innozenz IV. Ruft zum Kreuzzug gegen Friedrich auf und schickt eine Streitmacht in die Schlacht. Doch das Heer des Kirchenfürsten unterliegt. Die Anhänger des Papstes gehen in Gefangenschaft. Papst Innozenz IV. Rief zum Heiligen Krieg gegen Friedrich II. Ja zur Ausrottung des gesamten Staufergeschlechts auf. Aber auch Friedrich II. Zeigt sich als ein Mann der Extreme. Seine Gegner wurden reihenweise gefoltert, verstümmelt, hingerichtet. Den Anführer einer aufgedeckten Verschwörung ließ er mit einer päpstlichen Bulle an die Stirn genagelt durch das Land führen. Jeder sollte sehen, wer hinter diesen Aufständen gegen den Kaiser stand, der Papst nämlich. In seinem letzten Kampf aber unterliegt Friedrich II. Er, der den Leib des Menschen ergründen wollte, stirbt selbst an einer tückischen Krankheit. Die Frage, ob die Seele den Sterbenden verlässt, bewegt ihn bis zuletzt. Das wird deinem Papst nicht gefallen. Sein Bischof und engster Vertrauter, Berard von Palermo, erteilt ihm, dem Papst zum Trotz, in der Stunde des Todes die Absolution. Setzt ein Zeichen, dass der Kaiser wieder in den Schoß der Heiligen Kirche aufgenommen werden wird. Ich wollte immer. In das Ordensgewand der Zisterzienser gehüllt, als Christ und nicht als gottloser Freigeist, wie viele ihn sahen, schließt Friedrich am 13. Dezember 1250 für immer die Augen. So fand man den einbalsamierten Leichnam, als sein Sarkophag 1781 geöffnet wurde, mit den Insignien des Kaisers, den Reichsapfel mit Erde aus Jerusalem gefüllt. Bestattet wurde er im Dom zu Palermo, in der Stadt seiner Kindheit und Jugend. Für die Deutschen war Friedrich der Kaiser aus der Ferne. Für die Süditaliener aber ist der Imperatore Federico noch heute ihr liebster Herrscher. Mit dem Tod Friedrichs II. Wurde auch die Idee eines Imperiums, das von der Nordsee bis nach Sizilien reicht, endgültig zu Grabe getragen. Nur der Name sollte bleiben, Heiliges Römisches Reich, so wie der glanzvolle Name der Staufer. Als Dynastie gehen sie unter. Nach einer Volkssage ruhe Friedrich im Ätna, bis er eines Tages als Kaiser wieder auferstehe und den Frieden bringe. Ein Gelehrter schrieb: Es starb aber um jene Zeit der Größte unter den Fürsten des Erdkreises, das Staunen der Welt und ihr wunderbarer Verwandler.